nicht schlecht. Entscheide dich, schlecht. Bube. Probier's damit. Bemerkenswert. Ich werde vielleicht der erste kaiserliche Admiral sein, der sich auf dieser Höhe ergibt. Eine Kapitulation, Gouverneur. Ihr sterbt einfach im Stehen. Kampfregeln ist klar festgehalten, dass die unterlegene Partei sich ihrem Gegner auf dem Schlachtfeld ergeben kann und dass der Sieger, im ehrbaren Rahmen versteht sich, die Höhe des Lösegeldes bestimmen darf. Erinnert mich in der Hölle daran. Aber wo liegt darin der Gewinn? Oder die Redguard-Ehre? Ich weiß, dass ein Fechter wie du, Redguard, keinen entwaffneten Mann umbringen würde. Und als Gentleman stelle ich mich unter deinen Schutz. Und als nicht gerade ungewandter Schwertkämpfer gratuliere ich dir zu deinem meisterhaften Umgang mit dem Langschwert. Zu deinem kleinen Sieg hier beglückwünsche ich dich. Ich habe meinen Kaiser enttäuscht und werde vielleicht bereuen, sein Missfallen noch spüren zu müssen. Aber... Lass die Waffe fallen. Wie lauteten die Kampfregeln noch? Tut mir leid, Redguard. Die Kampfregeln gelten nur unter Gentlemen. Und du, als bewaffneter Rebell, Verräter am Kaiser und Bedrohung des kaiserlichen Friedens, du hast nichts weiter als eine Hinrichtung verdient. Wirst du sterben, Redguard. Macht euch ruhig daran, denn das wird der einfachere Teil. Schaut einmal dort hinunter, Richton. Dort wartet eine Armee, die bereits erfolgreich war und die ihr nie wieder besiegen werdet. Genug der Worte! Richton, es wird Zeit, dass ihr das Redguard-Temperament erlebt, von dem ihr so viel gehört habt. Ihr habt den Prinzen nicht getötet, Richton. Er lebt. Ihr Götter! Das alte Viertel müsste rechtzeitig zur Feier wieder aufgebaut sein, Milady. Sorgt dafür, dass Captain Basil so viele Leute bekommt, wie er braucht. Du weißt, dass ich bald abreisen muss. Kannst du nicht wenigstens bis zur Feier bleiben? Du hast sie überhaupt erst ermöglicht. Nach unserem Aufstand hat Baron Wohlag sein Versteck aufgegeben und Sentinel zurückerobert. Er und der Kaiser werden nach Stross McKay kommen, um den Friedensvertrag auszuhandeln. Der Kaiser kommt hierher? Wir hatten innerhalb von 2 Jahren 2 blutige Kriege, Cyrus. Wir müssen ein Abkommen mit dem Kaiserreich treffen. Aber jetzt sind wir, wenn alles gut geht, wenigstens Verbündete, die man respektiert. Und keine geknechteten Untertanen. Arthur wird mich darin leiten. Politik war noch nie etwas für mich. Ich verzeihe dir trotzdem. Ich kann nichts Geringeres tun.